Hallöchen auch und willkommen zurück zum Bonuskapitel von Nightmares from the Deep 1, das verfluchte Herz. Ja, wir sind jetzt in einem anderen Schiffswrack unterwegs und müssen einer anderen verlorenen Seele zu Hilfe kommen. Ist nur die Frage, wie komme ich jetzt weiter? Messe, okay. Kann ich damit die Glühwürmchen einfangen? Okay. Ja, da haben wir auch noch ein Wimmelbild, aber erst mache ich das hier. So, wir brauchen eine Heißkette. Okay. Okay, da haben wir... Wo ist die Kaffeemühle? Die ist hier oben. Dann eine Angelrute. Eine Heißkette. Einen... Hammer. Eine Musch. Hashtag Musch to the win. Banana. Dann eine Zeitung. Dann Kekse. Ein Zwirn. Ein Wein. Wieder ein Käse für Lufia. Und wir haben einen Hammer bekommen. Damit kann ich jetzt die Tür hier einschlagen, die eh kaputt ist. Okay. Die Legenden sind wahr. Ich habe Davy Jones gefunden. Doch es war nicht sehr. Doch er war nicht sehr erfreut, uns zu sehen. Mit seinen unerklärlichen Kräften. Ich kann es nur Magie nennen. Zerbarste er unser Schiff und warf es auf diese verlassene Insel. Der Großteil der Crew wurde dabei getötet. Die Überlebenden versuchten zu fliehen, aber ich bezweifle, dass sie besonders weit kamen, denn alle Rettungsboote wurden zerstört. Als der wütende David mich fand und erkannte, dass ich der Captain war, gewährte er mir einen Wunsch, am Leben zu bleiben. Doch dieses grausame Monster betrog mich. Er sperrte mich in meine Kabine ein, fesselte mich um meinen Stuhl und ließ mich dort, um zu verrotten, gefangen zwischen Leben und Tod, für alle Ewigkeit. Einer von Davy Jones' Zwergen, der ein Auge auf mich halten sollte, wurde zu meinem eigenen Begleiter. Diese stille Kreatur beobachtete mich mit seltsamem Interesse, während ich schreibe, ich befürchte, er könnte meine Aufzeichnung eines Tages stehlen und versuchen, mich zu was imitieren. Okay. Da fehlt anscheinend eine Trophäe. Sieht Davy so aus? Ich glaube eher weniger. Bisher ist das die wissenschaftliche Ansatz fehlgeschlagen. Okay. Wir sprechen mit dem... Kann ich nicht lesen. Und suchen noch nach einem Körnchen Wahrheit in den alten Geschichten. Ich habe diese Doblone im Museum meinen Freundin gesehen. Ein seltenes Stück. Wer hat sie hergestellt und weshalb? Okay. Die Trophäen werden anscheinend in einer bestimmten Reihenfolge platziert. Ja, okay. Das hilft mir jetzt relativ wenig. Und jetzt? Ah, da kommen wahrscheinlich die Glühwürmchen rein. Okay. Da kommt die Kachel rein. Drei Feen noch.
Da fehlt eine Trophäe. Und da haben wir wieder ein Wiemelbild. Okay, Gummistiefel. Schildkröte. Die habe ich doch auch gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Da. Tintenfisch. Dann brauchen wir einen Handschuh. Ein Handschuh. Da. Seeteufel, das ist... Das Vieh, Seeteufel, du bist doch kein Seeteufel, oder? Nee. Seeteufel. Das ist der Dreizack, klar. Das Krokodil. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich hier sehe, aber was meint ihr denn mit Seeteufel? Da ist das Ruder. Da ist der Haken. Jetzt fehlt bloß noch der Seeteufel, aber was sie mit Seeteufel meinen, ich habe keine Ahnung. Das hier, oder? Nee, auch nicht. Seeteufel. Hä? Was meint... Okay, mal ganz ehrlich, was meinen die mit Seeteufel? Meint doch bestimmt irgendeinem Fisch. Ich habe auf das Bild draufgelegt. Wieso hat es denn nicht geklappt? Tell me, warum hat das nicht geklappt? Okay. Nee, ich warte hier auf das Bild hier. Dann machen wir nämlich kurz wieder Snipping Tool. Dann mache ich mir einen Screenshot von der Reihenfolge der Pokale. So. Du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du kommst hier hin. Du kommst dahin. Ja, das ist auch klar, was wir da machen müssen. Du kommst hier vorne hin, du kommst da hin. Du kommst hier hin. Du kommst da hin. Und fertig ist der Lachs. Wie ist die Schönheit? Ich muss sie verscheuchen. Ja, und ich weiß auch schon wie. Wo ist das eine Stück noch da? Kennst du jetzt mit der Leuchtpistole mit dem Stein oder was? So eine dumme Möwe, die kann wahrscheinlich die Form ihrer Eier nicht mit dem Golfball unterscheiden hier. Ja komm, dann machen wir das Wimmelbild auch gleich mal. Afrikanische Maske. Vergrößerungsglas. Vergrößerungsglas kann auch eine Lupe sein hier. Ein Monokel oder Lupe hier. Sternkarte. Da. Was? Runenwürfel. Hier. Schriftrolle. Gottheit. Was könnte mit Gottheit gemeint sein? Der hier? Achso, ja, der... Oh Gott, wie heißt er nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Elefantengott nochmal heißt aus Indien. Ich weiß, dass er aus Indien kommt. Das weiß ich zum Glück. Voodoo. Krone. Nisha? Gisha? Nisha? Irgendwas. In der Richtung. Wo war das jetzt nochmal mit den Seepferdchen? Da ist auch schon wieder Wimmelbild.
Okay, Aschenbecher. Da werde ich selber zum untoten Piraten oder untoten Menschen. Korken, Zucker, das ist total professionelles, ernstes Let's Play. Eigentlich ja nicht. Aber ganz ehrlich, Freunde, wer meint, wir YouTuber wären professionell, da täuscht ihr euch gewaltig. Wir haben nur Equipment, das macht uns noch lange nicht professionell. Wo ist denn die Pfeife hier? Ja, ich weiß, die hockt hier oben, die Pfeife, ich weiß. Gibt's mir einfach wieder, ich bin eine Pfeife. Bloß ich finde die Pfeife jetzt hier gerade nicht. Hä? Ja, dass ja auch eine Pfeife ist. Kekse. Jetzt fehlt mir bloß noch ein Pilz. Der da drin ist. Der aussah wie ein Deckel von Ding. Das war mies. Das war richtig, richtig mies. Stimmt, ohne das Brett geht's ja nicht. Na komm. Nicht mal ein Anhaltspunkt, wie, wo, was hingehört. Ah, da haben wir schon Anhaltspunkt. Also geht doch. Warum nicht gleich so? Okay, das passt schon mal da nicht rein. Okay. Praktisch, wenn die Stücke schon so ungefähr so liegen, wie man es braucht. Okay, da waren andere Perle noch. Na komm, das stecken wir jetzt auch schon mal drauf. Jetzt brauchen wir noch ein Brett. Und die Frage, wo ist Brett? Einmal zum Hügel und einmal zum Ausguck müssen wir. Hat sich mich hier auch wieder ein Wimmelbild freigeschaltet. Mundharmonika, Flachmann, Gehstock, Revolver, Eidechse sehe ich da hinten, Sanduhr, Korsett, Schloss, Löffel, Pinsel, Schal, Hut. Ach, da ist auch was. Das und das. Ne, das war nicht hier drin. Dürfen wir auch gleich das schöne Schieberätsel machen.
Ich hoffe mal, das ist kein Schieberätsel. Nein, Gott sei Dank nicht. Ich und der gute Luffy Evolution 666 wissen ja, wir sind die absoluten Fanboys für Schieberätsel. Da kennen wir nichts, da kennen wir keine Gnade und so. Ja, da haben wir auch wieder ein Wimmelbild freigetriggert. Harpunenkanone. Wow, gleich eine Harpunenkanone. Mach Sachen. Jetzt müssen wir noch einen Hammerhai finden hier. Da haben wir den Hammerhai. Ist das nicht voll der Hammer? Landungssteg. Was ist ein Landungssteg? Das Landungssteg, alles klar. Für mich war das ein Fischer-Cacher oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber hey. So, wo ist die Glocke? Die ist hier. Machen wir noch einen Griff. Wo ist hier der Griff? Hä? Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was gerade passiert. Mir juckt schon wieder die Zinken. Und das jedes Mal, wenn ich Wimmelbildspiele spiele. Aber wo ist hier der Griff? Oh. Und immer siegt die Nase. Das ist gemein. Wo kann denn ein Griff sein? Da habe ich doch gerade drauf gedrückt, aber okay. Ich glaube, die Hitpoints sind manchmal ein bisschen zu gut programmiert, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir nur noch den. Müssen wir das jetzt noch lösen hier. Um den Koffer zu öffnen, muss ich den runden Token so in die Vertiefungen einsetzen, dass die Summe mit der Zahl auf der Anzeige übereinstimmt. Also 3 plus 4 ist 7. Nee, okay, das müssen mehrere sein, okay. Verstehe. 1. Okay, das stimmt schon mal nicht. Jetzt nur die Frage, wie ist das gemeint? Also ich muss alle 4 besetzen, das habe ich jetzt verstanden. Okay, ich muss die Anleitung mal angucken. Da drücke ich jetzt einfach mal nur vor. Da warst du gewesen. Oh, alter Schwede. Also noch komplizierter geht's nicht. Aber ich sehe, wir sind schon sowieso fast am Ende einer Folge. Sprich, die erste Zahl ist die 7. 0, 1, 2, 4. Okay. 0, 1, 2, 4. Okay, dann haben wir das erste schon geschafft. Und das nächste nehme ich mit in die nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.
Hallöchen und willkommen zurück zu dem Bonus-Kapitel von Nightmares from the Deep, das verfluchte Erz. Und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Jedenfalls die, wo sich für diese Let's Plays auch interessiert. Und ich möchte schon vornherein weg sagen, jegliche unerlaubte Werbung, egal von wem, oder versuchten Fake-Profilen werden von mir, wie auf diesem Kanal, auf den Holy's Click Abenteuer-Kanal, sowie auf den Holy Diver 231-Kanal automatisch gemeldet wegen Spam und unerlaubt unerwünschte Werbung und Betrug. So, damit ich das mal, vielleicht liest, hört sich das einige das mal an, weil momentan herrschen überall auf meinen Kanälen, auf den Kanälen von meinen Kumpels und Freunden und Kollegen immer so ein komisches Profil, Rebecca, lass uns einander kennenlernen, rum. Und irgendwelche, einmal amerikanische Namen, mal russische Namen, die irgendwelche Links posten unter meinen Videos. Meine lieben Freunde, auch wenn ihr mich vielleicht nicht verstehen solltet, dann nutzt ihr Google Translator oder irgendein Programm. Aber damit werdet ihr nicht durchkommen. Die werden immer automatisch gelöscht. Und ich muss auch dazu sagen, diese unkreativen Links, die ihr da immer unter meinen Videos postet. Mal ganz ehrlich, nur ein richtiger Schwachmat würde auf solche Links klicken. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und jetzt geht's weiter mit der 13 hier. Und ich habe schon aus der Anleitung hier die Zahlen rausgeschrieben. Also nicht wundern. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr solche komischen Links unter meinen Videos anklickt. Nicht anklickt, oh Gott. Eigentlich würde ich sagen, bevor ihr solche Links unter meinen Videos anklickt, macht das bitte nicht. Weil das bin nicht ich. Und ich nehme auch nicht dafür übernehme auch nicht dafür die Verantwortung, wenn ihr, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, wenn ihr so naiv und dumm seid und auf solche Links draufklickt. Mal ganz ehrlich, wenn das steht, beispielsweise apc.in.ver.de, auf solche Links klickt man nicht, weil das sind keine richtigen Firmen, das sind einfach nur Betrüger. Bitte nicht draufklicken. Und ganz ehrlich, wer da trotzdem drauf drückt, der ist selber schuld. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kommentar kriege, der sagt, das ist doch wurscht, sage ich, wurscht geht's beim Metzger, aber wenn du auf diesen Link unbedingt draufdrücken willst und einen Hacker auf deinen Computer lassen willst oder einen Virus auf deinen Computer drauf lassen willst, den du nicht los wirst, bist du selber schuld. Free at last. So long, Davy Jones. So long, damned curse. So long, mortal plane. Thank you. Take this map with coordinates. It will guide you home. So we both can finally rest. We set off again, hoping for a safe trip without any surprises. The ship was firmly heading toward the place where everything started. And after a long journey... Mom! We did it. We finally made it home.
Und das, meine Freunde, war das Bonusabenteuer von Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz, die Sammelmission. Aber ich habe euch ja gesagt, ich gehe hier nochmal auf Extras und schaue euch mit euch die Extras auch noch an. Hier die Konzeptdesigns. Ja, schaut schon gruselig aus. Aber auch wirklich gut gezeichnet, auch wenn es so Konzeptdesigns sind. Schaut mega gut aus. Da die Totenkopfinsel. Und mehr gibt's hier leider nicht. Videos brauchen wir nicht jetzt unbedingt anschauen. Das sind diese Videos. Hintergrundbilder können wir uns auch noch anschauen. Hier. Das ist zum Beispiel, das hätte ich jetzt auch als für die ganzen Folgen nutzen können als Thumbnail beispielsweise. Ich glaube, das wäre auch im Sinne der Entwickler gewesen. Man kann sich natürlich auch als Hintergrundbild speichern, aber da würde ich nur bestimmte Bilder nehmen als Hintergrundbild. Suchszenen haben wir ja auch, die ganzen Wimmelbilder hier noch. Warte mal, da möchte ich mal kurz nochmal bei Extras reingucken. Bei den Konzeptdesigns. Ne, da ist so ein Balken nicht da unten. Okay. Gut. Damen, Freunde, war es das mit Nightmares from the Deep 1, das verwunschene Herz. Und das nächste, was kommen wird, ist natürlich, lasst mich nicht lügen. Moment, bevor ich irgendwas Falsches von mir gebe, einen Moment. Dann gehe ich kurz mal auf meine Steam-Bibliothek. Da habe ich nämlich die ersten und zweiten Teil von der Nightmares from the Deep-Reihe. Ja, okay, das nächste ist, dass der Gesang. Nee, der Ruf oder der Gesang der Sirene. Den habe ich aber nicht auf Steam, den Teil, den habe ich irgendwo random auf irgendeinem Bündel. Werde ich aber raussuchen und das sofort installieren und dann für euch Let's Playen, versprochen. Und das komischerweise ist, den dritten Teil, Nightmare from the Deeps 3, David Jones, habe ich auf Steam. Aber mir fehlt halt der zweite Teil da drauf. Mist, aber wir haben ihn, keine Sorge. Tschüss. Bis dahin.